Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch heute mal zeigen, was wir richtig geiles schon im Winter gemacht haben. Und zwar haben wir den E60 von unten mal richtig aufgefrischt. Und das müsst ihr euch wirklich anschauen, weil das ist ein Leckerbissen. Schaut euch das mal an. Einmal komplett, so ziemlich alles neu. Motor, Vorderachse, bis hin zur Hinterachse. Auspuff ist alt geblieben, aber der funktioniert ja noch. Ist einfach nur optisch jetzt nicht mehr der schönste. Aber ansonsten ist wirklich... Also es sieht auch hier vorne, es ist der neue Motor, ne? Und alles Motor, gelb, ja. Gelb verzinkt. Und genau hier auch noch mal vorne eine Vorderachse. Also die Staubschilder von der Bremsscheibe, die haben wir jetzt nicht neu gemacht, bewusst. Weil wenn ich euch jetzt sage, was ein Schild kostet bei Mercedes, fällt ihr voll auf den Arsch. Also ich weiß nicht, ob ihr schon sitzt. 412 Euro netto. Ein Bremsschild. Also knapp 480 Euro, irgendwas um den Dreh, also dann brutto. 1000 Euro zwei Stück. Ich habe gesagt, ich wollte die neu bestellen, bin ich hin, die haben 129er Teilnummer, wollte sie bestellen, gucke ich so was hin. Oh nee, ich sage, jetzt müssen wir mal, also das Blech ist noch heile, es funktioniert, ist ein bisschen zugestaubt, deswegen haben wir gesagt, lassen wir drin. Ja, dann geht es einmal durch bis nach hinten, der ganze Unterboden wurde mit Trockeneis gestrahlt, versiegelt wieder, lackiert, also sieht richtig schön aus. Natürlich, ich weiß nicht, wie es jetzt so über die Kamera rüberkommt, aber in echt ist es richtig... Das ist beeindruckend. Wirklich wunderschön. Und dann einmal komplett die ganze Hinterachse, jede Strebe, Schraube, Leitung. Sieht man das gut, Jan? Ja, man sieht es gut. Also man sieht das alles neu halt. Ne? Ja. Auch wirklich hier sogar in der Hardyscheibe und so ist alles neu. Ja, ziemlich alles. Hardyscheibe ist ja das Erste, was du ja eigentlich machst, wenn du was machst. Ich meine, die Schrauben und alles habt ihr auch wirklich alles neu gemacht, ne? Ja, das braucht halt auch wirklich seine Zeit. Das ist echt gefummelt. So jedes Teil einzeln muss immer gucken, neu, sauber machen, neu machen. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen mal fahren, oder? Da haben wir alle drauf gewartet. Ich bin schon lange keinen 6 Liter Sauger mehr gefahren. Ich freue mich schon. Bis gleich. Ciao. Ja, wir sitzen im E60 drin. Als Erstes, ich bin angeschnallt, nicht aufregen. Ich weiß, ich vergesse es ab und zu. Ja, wie fährt sich so ein Auto? Das eine ist der Motor, das andere ist natürlich das Fahrwerk und die Technik bei so einem Fahrzeug. Wir haben ja darüber gesprochen. Der hat ja andere Dämpfer, andere Stabis, die Federn sind anders. Und ich finde, man spürt es. Es ist noch 124er fahren, aber man spürt, dass er satter ist und wesentlich direkter. Und der Marius sagte schon auf den Hexenmetern, ja, den Drehmoment, den spürt man schon. Also das spürt man auf jeden Fall. Unten rum kommt schon deutlich hin. Ist natürlich ein ganz anderes Fahrzeug. Zudem ist hier jetzt alles neu, also quasi gesehen einiges neu. Und da fühlt sich ja sowieso alles viel satter an. Das setzt sich alles noch ein bisschen, ist natürlich alles noch holpriger und lauter, weil es die ganzen Gummis hart sind. Das muss sich alles ein bisschen einarbeiten. Und ich finde, der fährt sich voll geil. Also ihr wisst ja, ich würde so langsam mal behaupten, ich bin hängen geblieben. Bist hängen geblieben am M119 6 Liter, meinst du? Na, allgemein 124er, das ist so. Ja, was ist, jetzt vielleicht mal für die Leute, warum, was ist an dem 6 Liter so viel geiler als beim normalen 500e? Ja, willst du jetzt nur 6 Liter oder nur 124er schon wissen? Kannst ja beides beantworten. Warum 124er und warum gerade der? Ich weiß nicht, wenn ich mich 124er reinsetze, fühle ich mich einfach immer wohl. Ich saß letzten Sonntag im Video, saß in seiner S-Klasse. Und ich sitze hier drin und für mich ist es irgendwie, ich bin zu Hause. Ich fühle mich immer heimisch, ich sehe alles gut, es fühlt sich alles richtig gut an. Ich habe, weiß nicht, wie so ein Pilot in seinem Flugzeug, das funktioniert. Und Motor, merkst du einfach. Ja, der geht schon böse, ne? Jetzt hast du mal gemerkt, weil viele Kunden fragen mich auch, ja, so ein 6 Liter ist das denn wirklich?
Ja, es ist komplett was anderes. Es ist ein anderer Motor. Ja, weil ich finde halt so, wenn du die Leistungsdaten auf dem Papier siehst, wo dann 6 Liter um die 380 PS, es ist aber, finde ich jetzt so, allein von dem, was ich als Beifahrer spüre, ein viel größerer Unterschied. So, als hättest du vielleicht 150 PS mehr. So fühlt sich's eher an. Ich finde ja auch das Krasse, dass du eigentlich, wenn du jetzt vom Gefühl in so ein, sag ich mal, jetzt so ein E63, ein 211er, ist ja ein schweres Auto. Vom Gefühl, vom rein Fühlen her, fühlt er sich nicht viel heftiger an. Ja. Wie in so einem 6 Liter im 124er. Wie ist das eigentlich vom Gewicht her, Raphael? Was wiegt denn so ein Auto? Ja, so um die 1600, soweit ich weiß. Ja gut, da hast du es ja schon. Du hast dann ja, knapp 300 aber Kilo, hat, sparst du dir. Der hat nur einen Viergang. Der andere hat einen Siebengang. Wenn ich dem anderen einen Viergang verpasse, dann denkst du, das schläft dir das Gesicht ein. Ja gut, das stimmt. Ja? Und das ist einfach, du merkst das ja schon, der 6 Liter ist gleich ganz anders parat. Und jetzt sind wir bei 4000 erst, ja. Ne? Und trotzdem, ey, Alter, das ist... Das ist einfach... Stimmt, und der hat ja auch nochmal ein anderes Differential, länger übersetzt. Der ist, ne, länger übersetzt sogar zusätzlich noch. Und es kommt einfach, du merkst, Drehmoment ist da, der macht einfach, ich weiß nicht, der merkt richtig, dass ich eigentlich gute Laune habe. Die Sonne scheint und ich weiß nicht warum, obwohl ich das erste Mal so ein Ding gefahren bin, habe ich gesagt, ich muss einen haben. Wenn du so einen 5 Liter kennst und dann damit wärmer fährst, das ist scheiße. Da noch ein Fünfgang drin und dann ist er perfekt. Ja, ich muss mal nur, ja, ein bisschen zum Auto jetzt, weil ich bin gerade voll. In, nur im Schwärmen. Nur in, ne, Euphorie. Hier haben wir noch einmal ASR-Off-Schalter. Da kannst du wirklich alles ja komplett abschalten, dann leuchtet die Lampe oben, dass er aus ist. Der hat ja auch eine Differentialsperre. Und ich muss sagen, ASR hat mich aber auch richtig gefordert bei dem Auto. Der stand ja jetzt ein paar Monate, dann habe ich alles angeschmissen und dann ist jedes Mal die ASR-Einheit, die Vorladepumpe, war die ganze Zeit durchgehend am Laufen, 5 Minuten lang, da ist ASR-Lampe angegangen und dann ging nichts mehr. Und da ist unterm Bremskraftverstärker hat er auch noch so eine kleine Pumpe, die heißt auch Vorladepumpe und die war fest. Und da musste ich erstmal das Ding raus, wieder gängig machen und jetzt läuft es wieder. Also ASR ist immer so, fängt langsam an zu spinnen bei den Autos, wenn die zu lange rumstehen. Da habe ich noch eine Frage, weil du ASR ansprichst. Ja. Ich dachte eigentlich immer, es gibt ja diesen Schneekettenknopf. Und ich dachte eigentlich immer, dass der Schneekettenknopf wäre quasi sowas wie, wenn du ASR ausschaltest. Ja, bis 40 km/h. Ach so, nur das ist eine, deswegen auch die Schneeketten, das ist eine Anfahrhilfe. Mhm. Schnee quasi gesehen oder bei Nässe bis 40 km/h, dann ist es aus und sobald du über 40 kommst, ist es wieder eingeschaltet. Und das ist wirklich ASR off. Also egal welche Geschwindigkeit. Genau, Vollattacke machen. Ansonsten zum Auto an sich ist jetzt, sag ich mal, E500 Technik, bis auf Fahrwerk, Motor, alles, ein paar Kleinigkeiten, volle Bude, Fanfarehorn haben wir. Zusätzlich noch Klimaautomatik, Sitzheizung. Und ziemlich alles. Ne? Ja, ablehnbaren Innenspiegel, Soundsystem, Memory, also ziemlich gut ausgestattet. Ich habe das Gefühl. Boah. Jetzt aber. Die Lampe an. Jo. In dem Fall konnte ich sogar den Marius überzeugen. Also er ist wirklich angetan vom E60, hat er mir gerade so heimlich, so durch die Blume hat er gesagt, ja, ist schon, hast schon was. Er ist ein geiles Auto, kann man nicht sagen. Ne? Also zum Auto von außen würde ich sagen, ist das schon nahezu perfekt. Sieht aus wie meiner quasi gesehen. Viele Kunden haben mich gefragt, ob das meiner ist. Habe ich gesagt, nein, leider nicht. Felgen, beste fürs Auto. Im Lack in Silber finde ich den eigentlich auch sehr schön, da kommt gerade ein Auto. Also ich finde, in Silber sieht der sehr schön aus, da kommen die Kanten und Konturen zur Geltung, also wirkt noch ein bisschen breiter. Natürlich sind viele von euch Fans von dem Vormodellpflege mit gelben Blinkern und der alten Haube. Kann man sich drüber streiten. Jedem das eine. Ja, ich finde den so nicht schlecht, auch mit den Felgen, das passt perfekt. Von außen würde ich nichts mehr machen, vielleicht die Folie raus und das wäre es. Gehen wir mal zum Motor rein. Jetzt kommt das, worauf es wirklich ankommt, ne? Ja, schaut euch das mal an. Ein Traum, ein Traum. Mir fehlen die Worte. Was soll ich? Es ist so, es geht richtig so das Herz auf. Du guckst rein und packst alles an und guckst nochmal und fummelst und putzt nochmal. Jetzt Finishing haben wir noch nicht gemacht. Wir müssen das ganze Auto nochmal einmal richtig auch putzen, sauber machen, bevor der Kunde das abholt. Ich habe ihn hier auch die originalen Aufkleber wieder besorgt, auch reingemacht. Die waren alle total verwittert und abgerissen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich groß geputzt.
geputzt. So, ich habe das so reingeklebt, damit das aussieht, als ob es eigentlich schon so drin war. Das Original ist eben. Das ist gar nicht so auffällt, dass alles jetzt gerade neu ist. Und ja, wir werden ein bisschen Finishing noch, ein bisschen fahren, testen, dass alles in Ordnung ist, Achsvermessung. Und zum Motor kennt ihr ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt. Da wird ja komplett einmal alles überholt, rausgenommen. Wir bauen ja gerade unseren eigenen ersten 6 Liter für Mutlo von Levella. Der ist ja voll zugange, da haben wir heute schon die Kolben reingesteckt. So, jetzt passiert langsam was. Und da bin ich total neugierig, wie der laufen wird und wie das funktionieren wird. Ja, ist immer so eine, sag ich mal, müsst ihr mal vorstellen, vor ein paar Jahren saß ich irgendwo als Mechaniker in der Bühne, war am Schrauben und jetzt, ein paar Jahre später, stehe ich da, wo ich meinen eigenen Motor zusammenbaue. Und früher habe ich immer bei Google geguckt und habe gedacht, boah, so ein Motor, mal irgendwie so. Und jetzt ist es soweit, wir bauen selber ein. Also ist schon, kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Jetzt komme ich wieder mit ein bisschen, ich schwärme ein bisschen zu groß rum diesmal. Und nee, ist doch gut, kann ja, man stolz drauf sein. Jetzt hast du einen eigenen 6 Liter. Und so oft bisschen habe ich auch gesagt jetzt. Also, ich bin damit durch. Hast du noch irgendwas? Nee, eigentlich haben wir alles. Eigentlich mein Traumwagen, geilste Auto, was so sich wünschen kann. Hat alles funktioniert, fährt sich geil. Und ich werde dem Kunden damit viel Glück wünschen und dass er ihn immer behält am besten. Gar nicht erst verkauft. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.